Hallo und herzlich willkommen. Zu zweit ist das ja genug Ruf. Wieso wirfst du die Lore in die Löcher? Na, mit Absicht? Ich habe übrigens nur eine Lore da reingeschmissen. Ich habe die eigentlich angehalten, aber die ist aus irgendeinem Grund weitergerollt. Ah, da ist noch ein Lehmklumpen. Guck mal, er macht das so gut hier, mit den beiden immer abwechselnd, ne? Da braucht man eine Hilfe dafür gar nicht. Aber das sieht man, wenn das jemand schon 100-mal gespielt hat, ne? Das sieht man ganz genau, dass der selber, dass er sich selber völlig routiniert, ne? Achso, ist da was weggesprengt hier? Immer rein in die Lore. Hier? So, jetzt muss man nämlich hier, rüber. Wenn man mal einmal da würde, hallo. Ja, ja, Sand. Oh, zum Glück ist er durchgeflogen. In der Lore sind Fässer. Ach so! Jetzt danke für den Hinweis. Ich gucke jetzt nur zu. Geht eh bald essen. Aber du bist doch noch da, oder? In der Runde. Das ist in Ordnung, ja. Guck mal, wie professionell es wirklich läuft. Aber das ist halt... Du musst dann eben immer die Lore einzeln die suchen, wo das Zeug drin ist, was du brauchst, ne? Das hier brauchen wir... Achso, doch, wir brauchen gerade Bomben gleich. Hier brauchen wir gleich Bomben. Achtung! Achtung, geh weg. Mikey. Ich hab ein bisschen Angst gerade. Da brauche ich aber auch keinen. Warte mal. Kann ich da Schießpulver hinlegen? Doch, kann ich. So, Schießpulver ist platziert. Ich hab noch einen Schießpulver, oder? Ich leg noch eins hin. Wobei wir hier hinten jetzt schon durchgraben können eigentlich, ne? Na gut, besser wird's nicht. Der hat... Hast du gesehen? Eine Bombe und dreimal Schießpulver oder so hat er geworfen, ne? Das hat alles so gut funktioniert hier, muss man mal sagen, ne? Lore aktivieren. Warum haben wir denn eigentlich zwei verschiedene Sorten? Also ich verstehe gar nicht, was der Unterschied ist, ne? Welcher von den Loren ist denn jetzt? Ach, man kann die Steine aber auch so reinsetzen, guck mal. Farbe ist alles. Das hab ich schon gesehen, aber ne? Wodurch entsteht das? Entschuldigung. Nehmen wir gleich mal mit hier. So, wir müssen jetzt hier... Oh, was ist das da hinten? Warum sieht denn das so komisch aus, das Vieh? Wir kommen ja hier... recht gut durch. Ich mache jetzt mal den. Und dann mache ich einfach mal hier noch Folgendes. Machen wir mal den hier. So. Da kommen wir nämlich hier gut durch. Ja, das war jetzt so, was ich gerade gemacht habe.
Genau, er will da oben nämlich nach oben graben. Das hat einen Grund. Aber hier können wir erstmal gut mit dem Wagen langfahren, glaube ich. Ja. Okay. Hat er da oben Erz gefunden gerade? Habe ich es übersehen vielleicht? Oh, unseren Weg da hinten hat es gerade... zugebaut. Okay, was hat er denn? Was haben wir denn hier? Der will oben durch, oder was? Hier ist aber kein... Also Eisen finde ich jetzt hier nicht, hier oben. Er hat hier, glaube ich, Sand herholen wollen, oder? Was war das Ziel jetzt der Aktion? Mein Sohn würde sagen, was war deine Mission? Wir müssen auf jeden Fall da hinten müssen wir sprengen. Also müssen wir da durch. Also... Das ist nicht, was wir brauchen. Dann das hier. So. Ich nehme erstmal die mit Schießpulver. So. Ich spiele natürlich mit einem Klonk. Er hat 8. Weiter oben ist Eisen. Habe ich es nicht gesehen, ne? Wenn man hier durchkommt, da hinten ist eine Goldkiste. Guck mal. Ich nehme mal an, er will hier nicht rein wegen dieses Monsters, oder? Oder? Was sagt ihr? Na klar. Geh mal, du Saufen da. Da oben kommt Wasser rein. Er hat Wasser abgelassen nach hier unten. Was macht er da? Ich will jetzt gucken, was er da oben macht. Was baut er denn hier? Hier ist aber kein Eisenerz. Man sieht's ja gar nicht, ne? Jetzt hänge ich ein bisschen fest gerade. Da drüben, er will ins Wasser rein. Was macht er denn da? Wo sind wir denn hier? Dankor! Willst du drum rumgraben hier? Oder willst du das ganze Schwefel einsammeln? Was passiert hier gerade? Also ich spreng jetzt trotzdem das hier unten weg. Wir müssen ja irgendwie durch. Nach da drüben, oder? Oder sehe ich das falsch? Egal jetzt, komm. Ich mache jetzt den großen Knall hier. Also. Da ich keine Ahnung habe, müssen wir jetzt durch. Nützt alles nichts. Ich leg mal noch einen Schießpulver daneben. Und dann hole ich ein Leben. Kommt schon. Warte, damit es ihm leichter geht. Hier, so. Achtung! Wir brauchen ein Leben. Das ist nicht das Richtige. Hier ist ein Leben. Da geht es irgendwo sprengen, ne? Was sprengt er denn jetzt da oben? Tango weiß ganz genau, wo hier was liegt, ne? Hopp. Ich trau mich immer nicht so ein bisschen. Ah. Oh, das tut irgendwie. Das wird das natürlich einen derben Knall geben. Das ist nicht gut, was ich gerade vorhabe, ne? Okay. Brauchen nur ein bisschen Sand. Das ist die falsche Lore. Oh Mann, Ja, jetzt versuchen wir nochmal so. Aber ich muss unbedingt mal heilen gehen, ne? Das ist so irre.
Das ist so irre, was das einfach irre. Kann nur sagen, irre. Oder baut der jetzt da oben den Fahrstuhl? Will der da hochfahren? Ich weiß nicht, wie es sich klappt, das war also ein Kaunermensch jetzt wieder hier. Was macht der denn? Was? Was passiert hier? Ich hab ein bisschen Angst, ne? So, jetzt kann ich übrigens an meine andere Kiste bauen. Hier, so. Genau. Jetzt kann ich nämlich da hinten Schießpulver hinlegen. Ah, Mist. Es kommt doch mit Wasser. Naja, warum ist das? Das müsste jetzt reichen, oder? So, jetzt befreien wir erstmal das Vieh da. Aber wir haben ja Leben. Das kommt da gleich hoch. So, jetzt ist die Frage, wie wir jetzt nach unten bauen können. Ich brauche jetzt hier so schräg nach unten, müssen wir irgendwie. Weil jetzt hier eine Brücke rüber zu bauen, das ist ja Irrsinn. Ich hab hier Angst, muss ich ehrlich sagen, ne? Ich speichere mal schnell. Spielstand speichern. Du hast das Video. Achso, hier. Ich muss mal kurz ins Haus gehen, mich heilen, sonst sterbe ich hier noch. Hier ist was kaputt gegangen. Krass, ne? Das Öl ist alle. Wie riesengroß ist denn diese Map eigentlich? Was kommt denn hier noch? So. Was hat er gesund? Ah, Catchy, holt Leben. Manu hat mir Meisterball gezündet. Aha. Ich baue mir hier fest, ne? So ein bisschen hänge ich hier gerade. Es. Es ist der letzte Pixel, an dem es hängt, ne? Der letzte Pixel. Was für eine harte Mission. Echt, wie schwer. Und vor allem wie anders, ne? Hier brauchen wir momentan wahrscheinlich nicht mehr reparieren. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir da vorne jetzt weitermachen müssen, ne? Er sprengt sich jetzt von oben rein. Warum sprengt er sich hier von oben durch? Und wo gräbt es denn? Da oben einen Fahrstuhl gebaut? Da ist echt ein Fahrstuhl. Was ist denn das? Was ist denn das? Sie will es wissen. Da ist tatsächlich das Eisen, ne? Hier ist wirklich. Aha, jetzt hätte ich nämlich auch rausgefunden, die Goldkiste noch, und dann ist hier rechts das ganze Eisen. Genau, wir werden nämlich jetzt am Ende angekommen und das ist also schlau, dass er sich gleich nach oben gegraben hat. Warum liegt der Leiche von mir? Das ist mir ein Rätsel. Okay. Hier lag was rum.
Ich gehe mich also jetzt um die Goldkiste da unten kümmern und dann muss man hier ans Eisen ran. Da wollen wir mal gucken, was ist mit der Goldkiste? Hier nicht. Er sprengt sich jetzt trotzdem von oben. Ach, der will mit dem Fahrstuhl bis ganz runterkommen. Boah! Jetzt hat mich erstmal die Statue beschützt. Wie knapp! Alter Verwalter! Ich schwimme jetzt mal darüber. Und ich gucke mal die Goldkiste an, ne? Das bringt mich doch nicht um, das Vieh. Irgendwas nicht mit dem Schlag, oder? Boah, das ist klar schon gerade. Was macht denn der Trottel? Was macht denn der für Rückwärtskörper? Ey, lass uns doch in Ruhe. Die Kiste ist abgeschlossen. Ah. Wo ist der Schlüssel? Let's find the key. Naja, ich mach das mal hier in die Kiste rein. Da ist er. So. Okay, der Fahrstuhl ist aber dem dient, dass wir hier hochkommen. Also würde das noch mehr wegspringen, dann machen wir das doch. Na, dann hole ich nochmal noch ein bisschen, Schmeiß mal zwei hier hin. Dumm gerade, ich wollte es eigentlich weiter rechts hinlegen. Ich leg mal noch eins weiter rechts. Also ganz hier so. Ich hoffe, dass es nicht so eine Runde rollt. So. Peng. Okay, ich gehe meine Lehmbrücke bauen wieder. So, in welcher von den ganzen Dingern haben wir denn Lehm? Gar nicht mehr, ne? Sand haben wir noch. Ja, das lohnt sich auch nicht, Sand da jetzt zu versuchen reinzubringen. Haben wir hier noch Lehm? Ne. Also gehe ich mal eine Lore leer machen und Lehm holen, wa? Können wir hier irgendwo Lehm ausgraben? Er fährt schon zurück jetzt, ne? Mit seinen ganzen 28 Klongs. Ich guck mal ganz kurz, ob ich irgendwo einen Schlüssel finde. Da unten ist ein Knochen.